Will und Mary Thody kommen immer stärker in Verdacht. Lord Peter holt aus einem Brunnen einen Hut, der dem Ermordeten passt, sowie ein Glockenseil. Und schließlich stellt sich heraus, dass die Kleider, die Unterwäsche des Toten, aus Frankreich stammen. Driver aber war kein Franzose. Mit einer Kriegslist erhält Bunter auf dem ländlichen Postamt einen Brief, der aus Frankreich kommend an einen Monsieur Paul Schneider gerichtet ist. Paul Schneider, Schneider Paul. Mit Recht folgert der Lord: Wer schreibt wohl einen Brief an eine Glocke? In der dunklen Stube, oben im gestiefelten Kater von Wall Beach, saßen Lord Peter und Bunter und aßen Lamm vom Rost. Durch das Fenster sah man Raben den gedrungenen viereckigen Kirchturm umkreisen und Möwen im Steilflug auf die Grabsteine hinabschießen. Zwischen den beiden lag der Brief an Monsieur Paul Schneider, den Bunter aus dem Postamt entwendet hatte.